Herr Thierry, sagen Sie, ist irgendwas, finden Sie das Gesetz so in Ordnung oder ist es zu scharf, zu weitgehend? Wie sehen Sie das als Lobbyist? Erlauben Sie mir vorher noch zwei Bemerkungen. Wenn die Rechtsanwälte eigentlich die perfekten Lobbyisten wären, dann frage ich mich, warum im Justizausschuss am Schluss die Rechtsanwälte noch ausgenommen wurden vom Lobbygesetz. Also ja, das genau bezweifle ich ein bisschen, weil die Dinge, die im Lobbygesetz vorgesehen sind an Verhaltensregeln, sind genau dort eigentlich nicht enthalten. Also wäre ja ein bisschen absurd, warum die Rechtsanwälte jetzt die einzigen wären, die nicht ausgehen. Aber es gab ja dann sowieso einige Aussagen, sowohl vom Justizsprecher Donnerbauer, als auch aus dem Justizministerium, als auch vom Rechtsanwaltskammer Tag, dass wenn ein Rechtsanwalt dann tatsächlich Lobbyingarbeit betreibt, er auch sich zu registrieren hätte. Ich glaube, dass es gibt ja Ausnahme im Lobbyinggesetz für die Rechtsanwälte. Entschuldigung, es gibt ja keinen Anwalt, der nicht im Rechtsanwaltsverzeichnis aufschreibt. Nein, im Lobbyinggesetz sind sie ausgenommen. Schon, aber das ist ein Verzeichnis aller, mit allen Namen, Anschrift, allem, was sie wollen dafür. Das war wirklich ein bisschen eine Diskussion, die absurd war, weil dass wir eine zweite Liste machen, wo wir die einen schon in der Liste haben, bei aller Liebe zum Kafkaesken. Ja. Ich glaube, der Sinn des Registers war ja, alle Personen registrieren zu lassen, die in Österreich Interessenvertretung betreiben. Ich glaube nicht. Ich darf das vielleicht aufklären. Es ist so, wenn ein Anwalt nach dem Gesetz, wenn ein Anwalt nicht anwaltlich vertritt, seinen Klienten in einem Verfahren, in einem Prozess, wo er natürlich Lobbying macht, weil er meinungsbildend ist, dann, und er macht das sozusagen nicht im Sinne von einer Mandatsführung, sondern ich fahre jetzt nach Brüssel und sage, ich will ein Gesetz geändert haben und quasi nicht ein Behördenverfahren, dann wäre ich auch Lobbyist. Das machen natürlich wenige Anwälte, aber da würde man auch als Anwalt, als Lobbyist, wenn Sie so wollen, hineinfallen. Aber das ist eine seltene Gattung. Im internationalen Vergleich gar nicht so selten. Aber wird man sehen, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Aber das, was finde ich auch spannend war an diesen ganzen Negativfällen, an den Korruptionsskandalen, an den sozusagen politischen Skandalen, die wir in den letzten Jahren hatten, ist, dass es auch zu einer Debatte geführt hat, nicht nur in der Politik, sondern eben auch in der sozusagen im Berufsfeld der Interessenvertreter, der Lobbyisten, egal ob für Unternehmen oder Agenturen, über die Qualität, über ethische Standards der Arbeit. Und das habe ich enorm wichtig gefunden, dass wir diese Diskussion gestartet haben. Und diese Organisation, die ich hier vertrete, die Österreichische Public Affairs Vereinigung, ist ja auch ein Ergebnis dieser Diskussion, weil wir festgestellt haben, 95% der Menschen, die in der professionellen Interessenvertretung tätig sind, in Unternehmen, in Agenturen, in Verbänden, in NGOs, machen das, so wie wir es am Anfang dargestellt haben. Sie machen politische Überzeugungsarbeit, sie informieren, sie argumentieren und sie haben nichts mit dem zu tun, von dem wir derzeit täglich in der Zeitung lesen. Das ist eine andere berufliche Tätigkeit. Und das auch nach außen darzustellen, ist eine ganz wesentliche Aufgabe dieser Public Affairs Vereinigung. Deswegen hat die auch, glaube ich, vor einem Jahr einen so strengen Verhaltenskodex beschlossen, der im internationalen Vergleich als einer der strengsten gilt, der auch einiges von dem Gesetz schon vorweggenommen hat und teilweise sogar über das Gesetz hinausgeht in manchen Punkten, wenn ich da denke an die Unvereinbarkeitsregeln. Und ich glaube, dass wir da auch einen guten Standard gesetzt haben. Wir laden alle Unternehmen, Verbände, NGOs und Public Affairs Agenturen ein, auch Mitglied zu werden, sich dem Verhaltenskodex zu unterwerfen, der ja auch nach dem Lobbyinggesetz gefordert ist. Und jetzt noch in Beantwortung Ihrer Frage. Ich bin einerseits zufrieden, dass es das Gesetz gibt. Ich glaube, dass das ein wichtiger Beitrag war, eben als Beitrag zur Diskussion zu zeigen, es gibt professionelle Interessenvertreter, die sollen sich auch alle darin registrieren. Jeder, der zur Politik geht, soll sich auch hier entsprechend transparent ausweisen, soll das auch dokumentieren. Der Wermutstropfen an der Geschichte war aus meiner Sicht, dass wir unterschiedliche Kategorien geschaffen haben. Wir haben 4 verschiedene Kategorien in diesem Lobbyingregister. Da wird unterschieden eben zwischen den Agenturen, den Unternehmen, den Kammern und den Verbänden. Es sind 4 verschiedene Gruppen, die 4 verschiedene Offenlegungspflichten, Sanktionen haben nämlich auch gar keine Sanktionen teilweise. Das finde ich den Wermutstropfen an dem Gesetz, aber insgesamt fand ich es gut, dass wir es haben. Und ich glaube, die ersten Monate des sozusagen nach Inkrafttreten 2013 werden auch zeigen, wo vielleicht noch das eine oder andere adoptiert werden müsste.